Tagen, liebe Zuschauer. Wir senden heute das erste Mal aus unserem kleinen Studio aus Zeitz. Unser Ansinnen und das unseres Teams besteht darin, freie Presse, freie Informationen Ihnen rüberzubringen, möglichst spannend. Wir legen besonderen Wert drauf auf O-Töne. Wir werden viel draußen sein, der Bevölkerung zuhören, um Ihnen vielleicht mal Dinge nahezulegen, die Sie sonst nicht so unbedingt mitbekommen. Wir wissen, dass wir manchmal unangenehm sind, dass wir aber immer an der Realität zeigen wollen, wo es noch Dinge gibt, die wir verbessern sollten. Wir sind als Gesellschaft auch dazu verpflichtet, auch vor unserer Haustür mal zu kehren. Nur Schimpfen alleine hilft uns allen nicht weiter. Der Markt ist ein Entdeckungsverfahren und nur wenn Sie uns sehen wollen, dann werden wir auch weiter senden und uns immer Mühe geben, Ihre Wünsche, Anregungen zu verarbeiten. Also vor allem kommunizieren Sie mit uns, wir sind ein neuer Sender, wir suchen neue Kommunikationswege, für Kritik sind wir offen, vor allem sachliche Kritik bitte. Persönliche Kritik halten auch wir uns zurück, wir unterliegen dem Presserecht, halten uns daran. Wir werden keinen durch den Kakao ziehen, das tun wir nicht. Aber wir werden immer darauf achten, dass Recht und Gesetz eingehalten wird. Es ist wichtig, unsere Rechtsstaatlichkeit zu schützen und zu bewahren und auch einmal anzuklagen, mündlich anzuklagen, zu zeigen, wenn was nicht in Ordnung ist. Weil wir leben hier, wir wollen hier bleiben und das ist uns sehr, sehr wichtig. Der zweite wichtige Aspekt unseres Kanals besteht darin, Bildung zu transportieren. Wir haben sehr viele Medien und viele Bürger haben das Gefühl, das ist nicht mehr objektiv, es wird gekauft, es ist einseitig. Dem wollen wir begegnen. Wir werden auch die Themen ansprechen, die Sie nicht so in den normalen Mainstream-Medien zu hören bekommen. Aber eins ist uns ganz wichtig, wir zensieren nicht, wir werden immer die Beteiligten aussprechen lassen. Nur wenn der Zeitrahmen nicht mehr passt, dann müssen wir schon höflich sagen, bitte, hier ist ein kurzer Cut. Aber ganz vorne dran immer ordentliche Recherche, ordentliches Presserecht einhalten und es soll vor allem Spaß machen miteinander. Ich danke Ihnen vielmals und wir werden viele spannende Minuten noch miteinander verbringen. In der ersten Sendung belassen wir es bei zwei kleinen Meldungen. An diesem Wochenende werden die Uhren wieder umgestellt. Die Sommerzeit ist wieder da. Und pünktlich die Natur unterstützt es. Sehen Sie hinter mir, es war am Kloster Posa aufgenommen, heute früh. Fantastisch, es kommen die herrlichsten Blüten raus. Genießen Sie es, machen Sie einen kleinen Spaziergang, riechen Sie, schauen Sie, genießen Sie es einfach. Die zweite Meldung, ich fahre seit einigen Tagen immer regelmäßig nach Zeitz, komme am Zekiva-Gebäude vorbei. Das ist eine große Baustelle, das Dach wird scheinbar erneuert. Okay, ich weiß nicht mehr, habe jetzt auch nicht recherchiert. Mir fiel nur auf, die Fenster wurden jetzt verkleidet mit Holzplatten von innen. Wenn es so bleibt, ist es schade. Es steht ein Gerüst da. Man könnte doch diese Holzplatten anders gestalten. Wir haben in Halle Burg Riebigstein. Auch wir haben genug Künstler und junge Leute in Zeitz. Auch nicht nur junge Künstler, auch erfahrene Künstler. Das wäre doch mal eine Sache, diese Fläche irgendwie schön zu gestalten. Sonst wird es an sich bestimmt wieder ein Schandfleck in kürzester Zeit. Und eins kenne ich aus Erfahrung. Wenn Sie mit Kunst herantreten, hat auch ein Spreer Respekt. Damit lasse ich es heute gut sein und wünsche Ihnen einfach noch ein schönes Wochenende, ein schönes beginnendes Frühjahr. Bis bald, Ihre Zeitlupe.